Hallo zusammen, ihr seht's, wir sind wieder unterwegs und zwar dieses Mal wieder in Richtung Norden. Warum? Unser Wohnmobil braucht einen Zahnriemenwechsel und da gibt es bei Witzler eine Firma, die sich auf solche Dinge spezialisiert hat. Und da haben wir schon vor ein paar Wochen einen Termin gemacht und deshalb fahren wir jetzt dahin. Und es ist natürlich eine wunderschöne Gegend, da wollen wir nicht nur in die Werkstatt, sondern auch noch einiges anschauen. In Sinsheim kommen wir am Fußballstadion vorbei. Und in Hockenheim am Hockenheimring. Bei Frankfurt gibt es eine Teststrecke für LKWs mit Stromabnehmer. Ob sich das wohl durchsetzen wird? Und dann sind wir auch schon in Frankfurt. Unverkennbar die Skyline. Nach einer kurzen Pause und Fahrerwechsel fahren wir weiter in Richtung Wetzlar. Dank der gut ausgebauten Bundesstraße bekommen wir vom Stadtverkehr nicht viel mit. Bei Leun fahren wir ab nach Braunfels. So, wir sind jetzt hier in Braunfels angekommen, haben den Campingplatz eingecheckt und da wollen wir auch ein paar Tage bleiben und von da aus den Werkstatttermin anfahren. Und jetzt schauen wir uns mal in der Gegend um. Braunfels soll eine nette Stadt sein und hat eine Burg. Ja, nur wenige Schritte vom Campingplatz entfernt gibt es diesen wunderschönen See und Wandervorschläge. In alle möglichen Richtungen. Wir gehen jetzt mal nach Braunfels. Von hier aus führt direkt ein Trampelpfad hinauf zum Schloss. Wer breitere Wege bevorzugt, kann auch einen Umweg über die Obermühle machen. Die Mühle wurde liebevoll restauriert und das große Mühlrad erneuert. In der Mühle befindet sich heute das Stadtmuseum. Leider hat es nur sonntags geöffnet. Gleich nebenan gibt es einen Barfußpfad und eine Wasserdrahtstelle. Wir gehen hinauf zur Altstadt.
Am Jahnplatz gibt es einen Parkplatz, auf dem am hinteren Ende Plätze für Wohnmobile reserviert sind. Allzu lang sollte das Fahrzeug allerdings nicht sein. Ein Tagesticket kostet 3 Euro und man darf bis zu 7 Nächte hier verbringen. Bezahlen kann man mit Münzen oder Karte. Tagsüber kann man die öffentliche Toilette auf dem Parkplatz benutzen. Und man sieht von hier aus sogar ein paar Türme vom Schloss. Da ist das Schloss am höchsten Punkt der Stadt. Das Castellum Brunifels wurde 1248 erstmals urkundlich erwähnt. Im 14. bis 17. Jahrhundert wurde die Burg stetig erweitert. Nach einem großen Brand 1679 erfolgte der Wiederaufbau. Ab 1875 erhielt das Schloss seine mächtige Silhouette, die bis heute erhalten ist. Wir werfen noch einen Blick in die Schlosskirche. Warnung! Dieser Brunnen und dessen Umgebung dürfen nicht verunreinigt werden. Ja, das war ja Trinkwasser. Allee Hartleben. (1676) erbaut und von der Feuerbrunst 1679 verschont. Durch mehrere Tore geht es hinunter in die Altstadt. Und die Straße vom Schloss zur Stadt heißt natürlich Schlossstraße, wie auch sonst.
Hier neben siehst du im alten Gewand das Haus, wie es 300 Jahre hier stand. An seine Stelle trat dieser Bau, auf den der Herr in Gnaden schau. Wir entdecken viele reich verzierte Fachwerkhäuser. Im Zentrum ist der historische Marktplatz. Hier finden wir auch die Touristinfo. Das Braunfels ist wirklich ein nettes Städtchen. Und leckeres Eis gibt's auch. Am Rand der Altstadt befindet sich der Kurpark Herrengarten, der um 1700 angelegt wurde. Am nächsten Tag wollen wir das Umland erkunden. Dafür haben wir uns eine Tour bei Outdoor Active heruntergeladen. Hier geht's jetzt zu einem Tiergarten, einem Wildgehege. Da wollen wir aber nicht hin, wir wollen weiter radeln. So, jetzt sind wir an der Runde, die wir uns heruntergeladen haben. Das andere war nur die Zufahrt. Und deshalb muss ich jetzt die neue Runde auf mein Tacho laden. So, bereit. Und auch von hier aus sieht man wieder das Schloss in Braunfels. Ganz da hinten. Hier merkt man, dass es viel geregnet hat. Die Wege sind noch ganz schön matschig. So was haben wir gesucht. Eine Bank mit Aussicht. Toll. Jetzt noch Sonne. Weiter geht's. An einem ehemaligen Truppenübungsplatz nahe Wetzlar haben wir einen hübschen Pausenplatz gefunden.
Hier war bis in die 1980er Jahre eine Bahnlinie, die wurde dann eingestellt. Und vor ein paar Jahren beschloss man, die Brücke wieder zu restaurieren. Und so steht sie heute wieder schön da. Das ist ein richtig hübsches Tal hier und ein wunderschöner Radweg. Klasse. Und da oben ist die Aussichtsplattform. Guck ins Loch. Dann gucken wir mal ins Loch. Ja, ein ganz schön großes Loch. Auf der Tafel vorne steht, dass hier Roteisenstein abgebaut wird. Und nicht nur ins Loch kann man hier gucken, sondern man hat eine herrliche Aussicht. In dem Steinbruch bei Altenkirchen wird auch heute noch Diabas abgebaut. Das Gestein entstand vor rund 400 Millionen Jahren durch untermeerischen Vulkanismus. Dann machen wir noch einen Abstecher zur Burg Philippstein. Die Burg wurde im Jahr 1390 von Graf Philipp I. von Nassau, Weilburg, Saarbrücken erbaut, um sich gegen die Grafen von Solms-Braunfels abzusichern. Wer sein Fahrrad liebt, der schiebt. Da möchte ich jetzt nicht runterfahren. Entlang der Straße fahren wir zurück nach Braunfels. Uns hat Braunfels und Umgebung gut gefallen. Es lohnt sich auf jeden Fall, hier einen Zwischenstopp einzuplanen. Und wie es weitergeht, seht ihr dann im nächsten Video. Also abonniert unseren Kanal und schaut wieder rein. Bis dann, Renate und Bruno.